Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mad World the Porcupine, the Killer of the Porcupine. Oh, ich muss den Sound ein bisschen anstellen, damit ich auch was höre. So, reicht. Also, wir waren bei dem letzten, bei dem Bossfight, nicht beim letzten Bossfight, sondern bei einem Bossfight, nämlich in der Robot Factory gegen den guten Martin. Ja, Martin. Martin, der Roboter. Die coole Drecksau. Okay, wird wahrscheinlich gleich wieder eine Cutscene kommen. Warum wir denn überhaupt gegen Roboter kämpfen müssen? Okay, bis gleich. I have sponsor number 13's representative on screen. Hello, Noah. Long time no see. It has been too long, your lordship. So, you were planning on mentioning your continued relationship with Jack. Or perhaps you wanted me to discover your off-the-book support on my own. He lays golden eggs, Noah. What harm in preening him, even if he has flown the coop? Yes, but he continues to win. Isn't there more profit to be had as his sponsor? As you are no doubt aware, Jack is no common contestant. He came to this island with his own agenda. A contract with such a contestant wouldn't be legal. Yes, his agenda. You wouldn't happen to know what that is. He's costing us a great deal of... Oh, what the... We support your endeavor. In fact, we're so enchanted with your product that we plan on significantly increasing our current investment. But we can hardly be expected to bear even a portion of your loss due to one rogue contestant's actions. No, that is entirely your responsibility. Or perhaps we, or rather, I, have overestimated your abilities? The games are not yet over. True enough. I wish your organization best of luck with the remainder. I trust you'll be there to the end. Check his DNA. Though not as... What? His DNA. Check Jack's DNA. Get a sample of his blood and get it to the lab, now. Plenty of that around. Right away, sir. I had hoped you'd have realized who he is by now. Ja, das war's noch nicht. Jetzt kommt der. Jetzt ziehen wir kurz den Boss. Oh, Jack versus Martin. Oh, eine Arena. Wir haben eine Arena gebildet. Ah, guck mal, meine sexy Schuhe. Yeah, der hat voll die Mini-Füße ja irgendwie hier. Oh. Ey, ich habe keinen Plan mehr, wie man den besiegt. Ich habe den einmal gekillt. Übrigens erinnert mich der das Aussehen von dem ein bisschen an einen Boss in... Oh Gott. Lass mich lügen. Was war es für einer? Sonic Adventure 2 Battle. Oder Battle 2 oder whatever. Two Battle heißt es aber, glaube ich. Naja, wohl. Na komm, Martin! Oh nein. Oh nein. Ein Alien hockt da drin. Uhu! Und ich hab, man hat's ja am Anfang ein bisschen gemerkt, ich hab heute ein bisschen, Saron Lionheart geguckt! Ja, ja. Jack the Killer, the Porcupine! Okay, wer Saron Lionheart nicht kennt, unbedingt auf YouTube gucken. Und dann gleich das Let's Play von Shadow the Hedgehog. Okay, wir müssen wahrscheinlich in die Mitte und den Typen am Kopf oder so treffen. Ja, das ist Nummer 2. Nummer 1. Bei Nummer 1 werdet ihr dann auch sehen. Das ist ziemlich witzig. Ja, wir können ihn nur hier treffen. Wenn wir überhaupt mal treffen können. Ah, okay, cool. Das zieht sogar halbwegs was ab, was wir hier machen. Oh, what the? Ich hör auf. Das kann sowieso in der Server Line halt am besten. Was hat er denn jetzt gemacht? Okay. Leg ich. Oh! Oh, what the hell? Schau auf den Arm. Der Arm zieht dann scheinbar mehr ab. Ups! Und die Kettensäge sind
Kettensäge, ja, Kettensäge. Sieht mir was ab. Okay, irgendwie, weiß nicht. Ach, der feuert Raketen ab, so. Oh. Mit irgendwelchen Gas, das mich gerade ankotzt wie sonst was. Ui, guck mal. Er hat mich. Das heißt, ich weiß es nicht. Oh. Hat mir nur aufs Maul gehauen, die Böse. Ah, nee, doch nicht, oder? Hä? What the? Oh, what the? Oh, what the hell? Sportlich beschäftigen. Ist das nicht schön? Das wird er gleich von hinten treffen. Ja, es war so klar. Sieht kaum was ab. Böse. Oh, what the? Was ist das denn? Das sind Raketen! Oh, what the? Was ist denn das für ein scheiß leichter Boss? Guck mal seine Energieanzeige an. Also für einen riesen... Oh, 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 ich check's ein bisschen, glaube ich. Ja, der hat mich angefunzt. Oh, cool! Der macht es allein, der macht es von allein. So kann ich ihn allein was abziehen. Kann ich wieder rennen? LOL, wieso hockt da jetzt das Alien drauf? Ey, wie messed up ist denn das? Jetzt sitzt da das Alien drauf. Okay, was passiert jetzt? Bam, das Alien ist auch tot. Ich check's nicht, das wäre so oder so gestorben. Und jetzt... Oh, what the... Ach, kletter doch bitte drauf. Jetzt holen wir uns wieder den Raketenwerfer hier. Und geben ihm den Rest. 2, 3, 4... LOL. Ein kleiner Raketen, ein kleiner Kettensägen-Auftritt von Jack. Ah, da feuert er hin. Also, sag mal, was ist denn das? Das ist doch voll scheiße, ist das doch, das ist doch. Ah! Er hat mich angefurzt. Komm. So, das war's. Finish. Fertig. LOL. Was für ein einfacher Drecksboss. 7 Minuten. Einfaches Schema. Okay, wie macht man den kalt? Keine Ahnung. Mal gucken, was Jack so für eine Idee hat. Check ich nicht. Okay. Ja, nee. Ist klar. Okay. Also die Death Scene habe ich jetzt nicht ganz geblickt, die war doof. Ich bin 2, nicht Erster. Erster bin ich noch nicht. Die 1 kommt nämlich jetzt. Kommt aber noch ein Level vor der 1. Und wer die 1 ist? Tja. Das werdet ihr dann gleich sehen. Oder später. Okay, wieder stumm. That's not possible. It's a 99.9% match, sir. It's him. There hasn't been a Death Watch game since 2001, which would make Jack the reigning champion. There's a record of his death in 2001, the Atwar suicide bombing. His name has changed along with his face, his fingerprints, even the color of his eyes. He really didn't want the Bureau following him. No, he wasn't hiding from them. He was hiding from us. You think he could have forged all those Ministry of Justice records himself? Look, he left the Marines in 2001, right when he was supposed to have died. The Ministry had a hand in this. He works for Justice? As much as Jack works for anybody. He's an MOJ spy. He has been all along. The Ministry's Bureau of Public Security were the ones who helped him escape from the Death Watchers. He brought them the dirt on us, and they erased his identity in return. The rescue effort launched by the authorities 3 days after the occupation and the attempt at driving us out both failed spectacularly. With our identity unknown and a total blackout on information from the island, they couldn't touch us, which is why they sent him, the one man who knows who we are and what we do.
So this is the strip, huh? Do I have time for a lap dance? Perv. Kill him. I don't care how. Just kill him. Whatever it takes. No way! We follow the fucking rules. He's the star attraction. However we kill him... Kennen wir den kleinen Pissbeutel nicht? That's what the audience expects. That's what they pay for. But... Leonardo... Continue the games, Noah. We have quite a loss to make up for. Don't worry, Jack will fight. He will die a horrific, yet profitable death. You know where we stand, Noah. Jack may be a dangerous man, but I'd rather fight him myself than have Lord Gesser for an enemy. Tja, der kleine Arsch, ne? Jeder kleine Pisser in diesem Spiel will uns irgendwie sterben sehen. So, jetzt guck ich mal kurz hier nach. Es ist nur noch ein Level, das Strip. Und ich kann es kaum glauben. Ne, Casino Land, Moment, nach Casino Land kommt auf jeden Fall noch ein Level. Das ist nämlich der Fahrstuhl da. Ich kann es kaum glauben, dass ich Casino Land vergessen habe. Das ist so ein geiles Level. Okay, Leute. Die Cutscene kann man doch bestimmt da noch einpacken. Also, dann gucken wir uns die auch noch an. Oh, what the? Also, mal gucken, ob einer kommt. Ich weiß es nicht. Eigentlich kommt immer einer. Von daher wird jetzt auch eine kommen. Bad news, Jack. Is there any other kind these days? Your cover's blown. The Death Watchers have been accessing the profile the Ministry set up. So, we expected this. Luckily, you've been doing well. They wouldn't just snuff out their highest-rated performer. Assholes couldn't if they wanted to. Let's hope you're right. These Death Watchers, according to what you told us, they're just running the games. That's right. They're more front office than anything else. They keep the games going, set the betting rates, and make a shitload of cash. Cash that comes from these sponsors? They're the ones who pull the strings. They supply the capital and make sure the proceeds come back to their pockets. I'm sure they bet along with the rest of the audience, too. Say you complete your mission and take down the Death Watchers. What about these investors, Jack? Think you can reach them? I can reach anyone. But let's not get ahead of ourselves. What's that old saying about a bird in the hand? Yes, but if the goal is to strike evil at its root... Evil? I got a news flash for you, sweetheart. We're all evil. All of us. We've taken this planet of ours and fucked it... Okay, Jack. Okay. I get it. Listen, I'm not gonna promise you the answers you want, but here's a little something for you to do in case you're bored. There's all sorts of shit set up for these games. Find out the story behind it. I'm already way ahead of you. One thing's for sure. There's no way they built that place after taking over the city. They must have been working on it in secret for months. There's the dispassionate bureau analyst we know and love. I checked into real estate records, building contracts, and all the companies involved. Every one of them was a front. Someone was using dormant properties and paper corporations like a pro. The trail stops cold. Of course it does. It's supposed to. Look, check again. This wasn't planned by robots. They fucked up somewhere. Find it. But Jack, I... Look, I'd love to chat, but I've got company over for tea. Maybe next time, huh? Come one, come all! Got three of these games under my belt. Why not make it four? Just don't get cocky. Who wants a piece of the champ? Ja, jetzt spielt der Lulus Jack sich auf. Wir brauchen... Jetzt gucke ich nämlich mal, wie viele Points wir brauchen. 2,5 Mille, um da reinzukommen. Und wir kämpfen gegen den Champion. Nächste Episode, oder übernächste wahrscheinlich hier. Also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, the game must go on.